Zürich West in Empfang. Herren, Gratulation zu dem neuen Erfolg und dem grossartigen Song. Kuno, kann ich dir die Hand geben? Es war sensationell. Ehrlich? Ja, es war wirklich super. Es ist Samir vorbeigeflogen. Irgendwie. Zum ersten Mal der neue Song, der ist ja erst ab heute eigentlich offiziell bekannt. Ab heute Morgen haben wir ihn können schauen auf eurer Facebook-Seite, glaube ich. Jetzt gibt es ihn sogar da bei diesen iTunes-Geschichten. Jetzt ist er wirklich am Start. Jetzt machen wir das auch mit, he? Bei dem technischen Zeug. Ja, ich komme, ich muss die anderen fragen. Es ist fünf Jahre her. Wir haben uns 5 Jahre gedulden. Zürich West-Fans sind fast vergitzert und jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt gibt es dieses Jahr ein neues Album. Mit wie vielen Songs drauf? Ist das schon ein bisschen klar? Ja, vielleicht geht der eine oder andere noch drauf. Es sind etwa 12, würde ich sagen. 12 gibt es. Und jetzt haben wir den ersten Song offiziell zum ersten Mal gespielt. Wie war das? Wie ist die Reaktion so? Kommt das, also meine Frage ist eigentlich, ihr seid Zürich West. Ja. Interessiert euch das überhaupt noch oder sagt ihr, es kommt eh gut, wir sind Zürich West? Also wie es rauskommt, ob es das interessiert? Ja, nein, weißt du, ja. Nach 2 Jahren arbeiten oder 3 Jahren arbeiten und nicht mehr schlafen. Nach 31 Jahren im Business. Nein, ich kann sagen, es ist alles angekommen. Nein, es wird nicht besser. Also wir sind immer noch sehr hoffnungsvoll erregt, dass es gut kommt und wollen möglichst das Beste für die Songs und wollen noch gute Tour machen und so, also ja. Also, es ist ähnlich wie vor 31 Jahren? Ja, ja. Wir sind ein bisschen professioneller nervös, aber irgendwie kommt es mir ähnlich vor. So, ja. Und trotzdem machen wir immer noch einen sensationell frischen Eindruck, als wäre es wie vor 31 Jahren. Das war's. Ja. Genau. Ich wollte dir die Geschichte erzählen, dass ich mal in einem Interview gehört habe, dass der Kuno Launer gesagt hat, er sei kein Sexsymbol mehr. Und das hast du etwa vor 10 Jahren gesagt. Und ich sage dir jetzt etwas, Kuno. Es sagen heute noch Frauen, wenn der Kuno würde sagen, ich will, dann würden sie sofort Schluss machen und sich scheiden lassen und mit dir zusammenkommen. Ja, aber ich hatte so Probleme sonst in meinem Leben. Du, nein. Nein, ist gut, wie es ist. Es entwickelt sich irgendwie gut, finde ich. Also weißt, gut. Ein Sexsymbol. Es ist man oder ist man nicht. Aber die weiblichen Fans das kreischen immer noch. Ich habe die Stöpsel-Ding, ich habe nichts gehört. Ich kann das sagen. Du. Und es hat ja noch ein paar andere Jungs auf der Bühne. Das stimmt. Es ist so ein Kollektiv sehr quickend. Ja, das ist gut. Ich begleite euch rasch rauf bis zur Front der Garderobe, dass wir da den Gang auch noch rasch drauf mitnehmen können. Kuno, wenn ich das frage, jetzt sind ihr ja, eben, wir haben das Alter angesprochen, unter all diesen Jungen da an dem Swiss Music Awards. Wie ist das so? Ist das noch eine lässige Situation? Ja, wir kennen eben den Manilia gut. Kenne ich auch. Und Pegasus-Leute kennen wir schon lange. Und das ist immer echt schön, dass man die trifft hier, die Jungen. Das ist cool. Gibt es noch irgendjemanden, wo du hoffst, dass der heute noch einen Award gewinnt? Ja, so Manilia würde ich es gönnen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, wer der sonst noch nominiert ist, dass ich da nicht mehr. Wer es gewinnt, soll er gewinnen. Das ist gut, das ist gut. Kommt das eigentlich so ein bisschen mit über, wenn man einen Auftritt hat? Was sonst noch so abläuft auf der Bühne? Ja, wir sind in der Garderobe gewesen. Wir können schon, glaube ich, hinten ein bisschen schauen. Aber wir hatten da noch ein Problem mit dem Aufschalten von unserem Song und so. Und es war noch so ein bisschen Büro-Geruf vor dem Konzert. Und jetzt, was machen wir heute noch? Ja, jetzt sind wir mal die Kabel weg und dann schauen wir. Ich weiß es noch nicht. Also, wir freuen uns auf das Gurtenfestival, ja. Und wir freuen euch auf uns auf eure Tour, wo ihr dann sicher auch wieder auf Zürich kommt, oder? Und irgendwann machen wir eine Morgenshow. Ja, wir machen eine Morgenshow. Radio 24. Danke vielmals, Kuno. Danke, Zürich West. Schön sind ihr da.